Suche nach Essbarem. Christian Walter fischt dafür mit seinen Freunden im Müll. Ey, das ist bares Geld. Brokkoli. Unterwegs sind sie vor allem in der Nacht. Sie wollen nicht erwischt werden. Manche würden es Diebstahl nennen, sie nennen es lieber Containern. Spargel, Nacken. Dass so viel in die Tonne wandert, kann der 29-Jährige nicht verstehen. All diese Lebensmittel stammen aus einer Nacht. Obst und Gemüse wird weggeworfen, wenn da irgendwie im Netz mit 10 Orangen eine drin schlecht ist. Dann wäscht man die anderen ab und dann ist wieder alles gut. Manche Sachen werden weggeworfen und die sollte man nicht da rausnehmen, zum Beispiel Fleisch oder Fisch oder sowas. Es gibt Rückrufe, da sollte man drauf achten. Christian Walter hat vor 10 Jahren mit dem Containern angefangen. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Krank geworden ist er davon nie. Wenn die neue Idee aus Hamburg Realität würde, müssten Menschen wie Christian Walter in ganz Deutschland keine Strafe mehr fürchten. Aber viele zuständige Landesministerien reagieren skeptisch. Hier geht es ja auch noch darum, mögliche Begleitdelikte. Das ist ja auch noch nicht geregelt, wie man damit verfährt. Also zum Beispiel Hausfriedensbruch und in vielen Fällen eben auch Sachbeschädigung, weil eben dort Zäune durchgeschnitten werden oder Schlösser beschädigt werden. Lebensmittel werden auch von Einzelhändlern geliebt, aber nicht die, die schon abgelaufen sind. Denn wer haftet, wenn jemand etwas aus der Mülltonne fischt und dann zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung bekommt? Vorbild könnte Frankreich sein. Hier gibt es ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung. Große Supermärkte müssen dort unverkaufte Nahrungsmittel, zum Beispiel an gemeinnützige Organisationen, wie Tafeln verschenken. Eine Idee, die auch bei uns grundsätzlich funktionieren könnte, aber... Ich glaube, man darf auch nicht die Tafeln zum Beispiel in Deutschland überfrachten. Das sind ganz viele Freiwillige, die sind nicht der Reparaturbetrieb unseres Nahrungsmittelprinzips. Jedes 8. Lebensmittel wandert in den Müll. Das ergab eine Befragung des Bundesernährungsministeriums. Experten glauben, um das zu ändern, muss umgedacht werden. Bei Verbrauchern, aber auch in der Lebensmittelindustrie. Wir können Abfallaufkommen nicht verbieten. Tatsächlich aber ist es so, dass wir zum Beispiel ja überlegen könnten, ob wir wirklich immer bis zur letzten Minute noch neue Nahrungsmittel brauchen. Andere Länder haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Lebensmittelhändler dazu zu bringen, zumindest in den letzten 30 Minuten nicht immer noch neue Ware nachzulegen. Das würde sich auch Christian Walter wünschen und macht auch im Netz dafür Werbung. Er hofft, dass er weggeworfene Lebensmittel bald mitnehmen darf, ohne Angst vor Strafe zu haben. Aber ob die Politik mitspielt, ist fraglich.